Eine kurze Nachricht an die Künstler in Deutschland. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass ihr euch rührt. Ihr muckt ein wenig auf. Es war zum Beispiel jetzt der Dieter Hallervorden, der hat bei irgendeiner Veranstaltung gesprochen. Der Till Brönner, dieser Musiker, der hat sich über ein Video gemeldet. Und jetzt zuletzt war es Herbert Grönemeyer. Der Edelkommunist, ich habe das gar nicht mir angeguckt genau, aber ich habe nur in den Überschriften gelesen, dass er irgendwie die Reichen zur Kasse bitten möchte, damit die Künstler überleben in dieser Krise. Ich habe das beobachtet jetzt und mir steht es jetzt nicht zu sagen, es ist der falsche Weg. Aber wenn es euch darum geht, zu überleben, dass alle Schauspieler, alle Musiker, alle Bühnenarbeiter und wer auch immer da zu dieser Künstlerbranche gehört, auch aus dem Umfeld, wenn ihr wollt, dass die überleben, dann ist es der falsche Weg. Denn jetzt um Almosen zu bitten oder um Unterstützung, damit ihr noch ein paar Monate über die Runden kommt, das hilft nichts. Das hilft nichts. Andere Betriebe machen derzeit zu. Hunderttausende sind arbeitslos zusätzlich, oder wurden jetzt arbeitslos und es werden mehr. Es wird auch nach der Krise, nach der Pandemie, muss ich auch in Anführungszeichen setzen, nicht plötzlich alles wieder gut. Die Leute werden weiter arbeitslos sein. Die Gastronomie ist, ja, ich meine, zu großen Teilen pleite. Da werden viele nicht mehr aufmachen können. Und glaubt ihr, dass dann die Leute in die Theater gehen oder in die Kabaretts oder ja, zu Kleinkunstbühnen? Nein, das werden sie nicht machen. Die haben kein Geld dafür, da 30, 40 Euro auszugeben. Das heißt, ihr werdet dann auch nichts mehr verdienen. Ihr müsst etwas wagen jetzt. Es reicht nicht zu sagen, oh, wir sind systemrelevant, wir wollen auch Geld wie andere Unternehmen, wie die Lufthansa oder wer auch immer. Die Regierung sieht euch nicht als systemrelevant, die sieht auch die Gastronomie nicht als systemrelevant. Die sehen kleine Unternehmen wie Friseure, Nagelstudios, das sehen die alles nicht als systemrelevant an. Da gibt es vielleicht ein bisschen Geld. Ein bisschen Überbrückungsgeld, damit man sich noch ruhig verhält, aber es reicht nicht, um weiter zu existieren. Das heißt, bittet und bettelt nicht um Geld bei der Regierung, sondern macht das, was viele Tausende, Zehntausende jetzt auch machen. Auf die Straße gehen, das Gesicht zeigen, den Namen hergeben dafür, dass diese Maßnahmen endlich beendet werden. Das ist der Weg, dass viele von euch noch überleben können und in ihrem Job weiterarbeiten können. Denn ganz viele werden in ein paar Monaten nicht mehr Künstler sein. Die werden Taxifahrer oder Pizzabäcker oder Ausfahrer werden oder was auch immer, wenn sie den Job überhaupt noch kriegen. Wenn ihr weiterarbeiten wollt, geht auf die Straße, riskiert das, was viele, viele tausend Menschen derzeit machen. Zum Beispiel bei Querdenken. Ich mache es auch. Ich war zweimal in Berlin. Ich war zweimal in München auf Demos. Ich war auf kleineren Demos. Ich war auf einer Demo gegen die Maskenpflicht in der Schule. Das war auch in München. Waren wenig Eltern da, aber einige haben sich getraut und haben offen sich dagegen ausgesprochen, haben auch was riskiert. Die haben erzählt, wie ihre Kinder gemobbt werden, wenn sie keine Maske tragen können, sogar. Ihr müsst euer Gesicht hergeben, euren Namen. Glaubt nicht, dass ihr belohnt werdet nach der Krise, ich sage es nochmal, die aber nie zu Ende sein wird, mit einem Engagement beim Theater oder mit einer schönen Rolle beim Tatort, Welt als Leiche oder bei der Mögener Soap oder bei einer Soko. Das werdet ihr nicht kriegen. Die Jobs wird es vielleicht auch gar nicht mehr geben, denn auch das Fernsehen ist am Sterben. Es wird nicht da mehr so viele Produktionen geben. Die jungen Leute schauen das ja gar nicht mehr. Und das Privatfernsehen lebt von Werbung. Auch da werden viele Firmen gar keine Werbungen mehr schalten können und wollen.
Das wird immer enger. Es werden Theater schließen, es werden die Kleinkunstbühnen schließen, die ja auch letztlich oftmals Gastronomiebetriebe sind. Ihr habt gar keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Ich kann mich erinnern, Pegida gibt es ja noch in Dresden und in manchen Städten schon noch, auch noch. Die waren auch mal in München und sind da gelaufen. Da waren sie gar nicht so klein, die Veranstaltungen. Und da weiß ich noch, da haben die Theater, Staatstheater oder Oper, haben dann das Licht ausgemacht, wenn die vorbeigelaufen sind, um ein Zeichen zu setzen. Ich kann euch sagen, viele Theater werden demnächst auch das Licht ausmachen, aber nicht freiwillig. Da wird das Licht ihnen abgeschaltet. Die wird es dann nicht mehr geben. Und dann könnt ihr Schauspieler euch einen anderen Beruf suchen. Da wird der Staat euch nicht weiter durchfüttern die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Glaubt es mir. Also fordert jetzt nicht Almosen vom Staat und Unterstützung, sondern geht auf die Straße, damit das endet. Ein paar haben es ja schon gemacht, ein paar Prominente. Natürlich gibt es auch Leute wie den Wendler, der jetzt offenbar vielleicht wieder umfällt. Ich weiß es nicht, ich will das auch nicht bewerten. Jeder hat seine Gründe, was er macht und warum er was macht. Aber wenn ihr glaubt, ihr könnt euch mit diesen Aktionen, die jetzt gerade derzeit laufen, die ich vorhin genannt habe, retten, dann liegt ihr definitiv falsch. Riskiert was, geht raus. Und ich sage euch noch was, jeder ist zu ersetzen und jeden kann man auch ersatzlos streichen. Das habe ich im Leben gelernt. Das heißt, wer jetzt glaubt, er verhält sich brav und kriegt dann was, das passiert nicht. Und wenn es euch gar nicht mehr gibt, wenn ihr ersatzlos gestrichen werdet, ja, dann seid ihr halt weg. Es gibt, wie gesagt, auch nicht mehr die Auftrittsmöglichkeiten und das Jobangebot. Ihr werdet dann auch nicht mehr gebraucht. Geht auf die Straße, gebt euren Namen her, damit dieser Wahnsinn endet. Das möchte ich euch nur sagen.